Grüß euch, meine Lieben, bei Gabis Kochbuch. Heute gibt es einmal kein Kochrezept von mir. Heute nehme ich euch mit zur Paradeisernte. Und ich möchte mal etwas loswerden, was mich in dem Zusammenhang schon sehr, sehr lange beschäftigt. Und was wir in den letzten Wochen ja auch schmerzlich bemerken, es gibt ja einen großen Mangel an Tomatenprodukten in den Supermarktregalen. Und das liegt daran, dass diese Früchte globalisiert angebaut werden. Mit der Tomate verbinden wir ja Italien, Pomodoro, vollreife, süße Früchte, die dort geerntet werden. Und auf den meisten Fertigprodukten steht ja auch die Herkunftsbezeichnung Italien drauf. Aber leider ist da nicht immer Italien drinnen. Denn der Großteil unserer Paradeiser, der wird heute in China produziert. China produziert 61 Millionen Tonnen dieser herrlichen roten Früchte. Dabei finden die in der asiatischen Küche kaum Verwendung. Die werden wirklich großteils für uns im europäischen Raum angebaut. Und die Chinesen das eigentlich nicht essen. Wenn man sich vorstellt, China baut 61 Millionen Tonnen der weltweiten Produktion an, im Vergleich dazu Italien 6 Millionen Tonnen. Warum steht dann so oft Italien auf den Fertigprodukten? Das ist ganz einfach. In China werden diese Früchte, die Chinesen betrachteten sie ja eigentlich als Obst, zu Konzentrat verarbeitet. Dieses Konzentrat kommt dann per Schiff nach Italien. In Italien kommt dann das Wasser dazu und etwas Salz. Das ist legal. Wird dann dort abgepackt und landet bei uns als italienische Ware in den Supermarktregalen. Das finde ich schon sehr, sehr lange sehr schlimm. Und die Auswirkungen der Pandemie bekommen wir ja jetzt zu spüren, weil die Schiffe festsitzen, kommt immer weniger Konzentrat nach Europa. Und so haben wir einen Mangel an Tomatenprodukten. Ich möchte jetzt kein explizites China-Bashing betreiben, aber die Produktionsbedingungen dort sind schon ein bisschen fragwürdig. Die Früchte haben eine hohe Schadstoffbelastung. Die nehmen es dann nicht so genau wie wir. Klarerweise müssen diese Produkte dann auch transportiert werden. Ist der CO2-Abdruck natürlich auch sehr, sehr negativ. Und ich frage mich trotzdem, wie kann ein Kilogramm chinesischer Paradeiser einen Cent kosten? Im Vergleich dazu, ein Kilogramm italienischer kostet circa das Zehnfache. Es ist auch leider so, dass es an den Kennzeichnungen nicht so leicht erkennbar ist, dass das Grundprodukt
aus China kommt. Biozertifizierungen. Da kannst du dir sicher sein, dass es sich um italienische Paradeiser handelt. Aber wenn steht hergestellt in Italien, produziert in Italien, dann ist es meistens chinesisches Konzentrat, das eben dort verarbeitet wurde. Also vielleicht beim nächsten Einkauf im Supermarkt ein bisschen darauf achten, was man kauft. Wenn du wie ich frische Paradeiser zu Hause hast in einer größeren Menge, dann koch sie doch für den Winter ein oder frier sie ein. Lässt sich auch ganz wunderbar portionsweise einfrieren. Das war's mit meiner bisschen kritischen Betrachtung zu den herrlich roten Paradiesäpfeln. Also vielleicht beim nächsten Einkauf ein bisschen Augen aufmachen und genauer nachlesen, woher die Grundprodukte eigentlich kommen.